Oh, ach, du bist's. Wie ich sehe, wartest du immer noch. Haben die Turianischen den Airfus angegriffen? Nein, aber sie haben uns versprochen. Sie werden bald lesen. Sicher werden sie das. Ich sehe später nochmal nach dir. Das okay für dich. Okay. Na klar doch. Keine Änderungen. Wir können uns denken, dass es ihren Eltern wahrscheinlich nicht so gut gehen wird, wie sie das hofft. Aber soll sie in dem Glauben bleiben? Gibt's da eigentlich gleich ein Shuttle? Irgendwo? Bestimmt, ne? Ich weiß bloß nicht wo, ehrlich gesagt. Na gut, egal. Dann machen wir halt mal wieder über den Aufzug zur Andockbucht. Ist auch okay. Hier weiß ich wirklich nicht, wo das Shuttle eigentlich ist. Einen Moment, bitte. So, da haben wir noch einiges an Kriegsaktivposten jetzt wieder gekriegt. Wir haben Said dazu bekommen, wir haben die Batarianer dazu bekommen. Und ich muss jetzt echt mal gerade schauen, was wir denn noch so offen haben an Quests. Lass mal schauen hier im Logbuch. Missionsüberblick. Oh, hier steht ja noch viel Zeug. Jo, der Landurlaub, das ist ja hier DLC. Dr. Bryson ist DLC. Area. So, Cerberus-Verschlüsselung. Benötigt aktuelle Verschlüsselung, um die Codes zu knacken. Finden Sie die Verschlüsselung und bringen Sie sie zur Citadel-Botschaft. Ein Arzt sucht nach einer Behandlungsmethode für einen Patienten mit chemischen Verbrennungen. Die Ärztin der Normandie hat von einer Gruppe im Flüchtlingslager erfahren. Ja, das wissen wir ja. Handeln Sie mit Tactus im Flüchtlingslager ein Tauschgeschäft aus. Das habe ich doch gemacht. Warum ist das hier noch drin? Weiß ich nicht. Reaper-Code-Fragmente. Eine Kriegsstrategin braucht Reaper-Code. Okay. Technologie, Zerstörung der Zielerfassung, Kodex der Ahnen. Ein Elk auf der Citadel benötigt den Kodex der Ahnen. Auf Dekuna? Wo ist denn Dekuna? Ich weiß es nicht. Das könntet ihr mal hinschreiben, in welchem Cluster Dekuna liegt. Das weiß ich nämlich nicht aus dem Kopf. Überraschenderweise. So, Eden Prime Kolonisten. Ja, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Hades Nexus haben wir gleich zwei Sachen, wegen denen wir mal dahin müssten. Naja, dann müssen wir da wohl mal hinflattern, ne? Mesana, Notsignal. Machen wir ein andermal. So, die Treibstoffreaktoren, okay. Nimbus Cluster. Ach, das war das mit der Bibliothek, ja. So, Rannoch. Seleanebel. Ah, da gibt's die Ringe von Alune, das ist okay. Valhalla Grenze haben wir auch noch was. Und im Würgeschlund. Ja, da ist noch so einiges. Ich würde sagen, ich sammle jetzt noch mal ein bisschen und zum Ende der Aufnahme. Sind Sie sich völlig sicher? Ja, Sergeant. Haben Sie seitdem etwas von Ihrem Bruder gehört? Nein, Sergeant. Also gut, Talavi. Ich werde versuchen, Sie gegen Reaper antreten zu lassen, statt gegen Cerberus. Danke, Mann. Wenn die Husts Sie erstmal fressen wollen, werden Sie mir nicht mehr so dankbar sein. Tja. Aber es ist ja auch aus taktischen Gründen richtig, das so zu machen, weil sie kaum Kampfeswillen aufbringen wird, wenn sie weiß, dass irgendwo da ihr Bruder mitkämpft bei Cerberus. So, zurück zur Normandie und wir werden jetzt nochmal ein bisschen sammeln gehen. Commander, Dr. Checkwars lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Okay, dann gehen wir halt erstmal sprechen von mir aus aufs Crewdeck. Mal schauen. Gut, ansonsten, ich weiß nicht, machen wir jetzt gleich die Gespräche mit? Warum dauert denn das gerade so lang? Ja, da können wir eigentlich auch gleich die Gespräche noch mitführen, die hier so anstehen. Schauen wir mal kurz, ob hier jemand rumspringt. Tatsächlich. Ach ja, Ashley ist ja jetzt hier, das habe ich ganz vergessen. Ich habe gehört, Sie waren da unten in Bestform, als Sie die Taschenlampen weggeblasen haben. Vielleicht sollte ich aufgeschlossener sein, aber ich habe lieber Blechdosen im Visier als Personen. Ich habe doch recht. Nach all den Jahren immer noch im Kampf gegen Geth, was? Manche Dinge ändern sich nie. Menschheit 1, blinkende Taschenlampen 0. Die ist total darauf fixiert, gegen die Geth zu kämpfen, oder? Hallo. Ja, scheinbar. Gut, lass uns sie mal. Soll sie halt machen. Wir gucken mal kurz hier. Nee, hier ist niemand, mit dem wir reden können. Okay. Andere Seite. Nee. Der Raum ist auch völlig nutzlos hier im dritten Teil, ne? Da hat sich noch nie einer drin versteckt. Das Einzige, was hier war ein Modell von irgendeinem Schiff, glaube ich. So, und hier war auch noch niemand drin. Ich warte eigentlich drauf, dass hier mal jemand Platz nimmt und sich's dann gut gehen lässt.
So, dann gehen wir auch gleich bei Liara und Garrus mit vorbei, wenn wir schon mal hier sind, weil wir ja auch bei Liara einiges bei Griff dann machen können. Joker, wirklich, ich muss arbeiten. Ach kommen Sie, ist doch nur eine einfache Frage. Dann sehen Sie im Extranet nach. Man darf nicht alles glauben, was da drin steht. Ist das verlässlicher, wenn man eine freundliche Asari fragt? Ich sag Ihnen aber nicht, ob meine Haartentakel sich bewegen. Ach gut, verweigern Sie mir die Antwort, nach der ich seit Jahren suche. Sie wissen schon, dass unser Leben in diesem Krieg jederzeit zu Ende sein kann? Ich unterstütze mal Joker zum Spaß. Joker, wirklich, ich muss... Ihnen ist klar, dass es Sie damit nervt, bis Sie es ihm sagen. Es sind halbflexible Knorpelauswüchse in der Schädeldecke. Und von herumwedeln kann nicht die Rede sein. Ja, danke, Liara. Ich muss Vega erzählen, dass ich recht hatte. Naja, zumindest schließt er Freundschaften. Na gut, wir wollten es doch auch wissen. Okay, dann gehen wir mal hier bei Glyph ran. Da haben wir ja einiges jetzt. Informationen zur Schlacht von Arcturus. Telemetrische Daten der Arcturus-Station zeigen, wie schnell die Reaper aus dem Portal kamen und durch die Allianzflotten flügten. VIs können den Feindbeschuss in den Daten analysieren, um den Waffenschaden zu verbessern, oder aber Rechenleistung darauf verwenden, bessere Schilde gegen die Waffen der Reaper zu entwickeln. Klingt gut. Wir nehmen die Schildstärke, weil wir ja sowieso weniger mit Waffen arbeiten. Da mache ich lieber ein bisschen mehr auf die Schilde. Kann nicht schaden. Überreste vom Reaper-Zerstörer. Um der Gefahr einer Indoktrination zu begegnen, wurden ferngesteuerte Drohnen losgeschickt, um die geborgenen Überreste eines Reaper-Zerstörers zu untersuchen. Die Drohnen können unter die äußere Hülle dringen und die Schaltkreise auf Technologien scannen, die Geschwindigkeit mit der Tech, biotische und Kampfkräfte feuern, verbessern. Alternativ kann der Rat einen Citadel-weiten Händlerrabatt, hat der Rat einen Citadel-weiten Händlerrabatt angeboten, falls man sich für die sicherere Lösung entscheidet und die Reste verschrottet. Nee, glaube ich nicht. So, schön auf den Abklingen-Bonus, dann geht's noch schneller bei uns. Volus Geheimdienstarchive. Die Salarianische Special Task Force ist anscheinend an das Protektorat herangetreten, um gemeinsam Kampfimplantate zu entwickeln, für die seltene Elemente benötigt werden, die es nur im Volus-Gebiet gibt. Zu den Plänen für diese Implantate gehören auch Anweisungen, wie man sie für Nicht-Salarianer umbaut, sollte sich das Ganze als hinreichend profitabel herausstellen. Eines dieser Upgrades könnte in Auftrag gegeben werden, aber die Herstellung wäre zeitaufwendig und müsste individuell angepasst werden. So, Kraftschaden oder Gesundheit? Kraftschaden. So, verbesserte Biotik-Implantate. Ja, Biotik-Implantate. Dieser verbesserte Verstärker ist ein komplexes Biofeedback-System, das sich mit den Rüstungsmikrocomputern verbindet. Ich mach's mal richtig. Der Verstärker kann dazu genutzt werden, biotische und Kampfkräfte zu optimieren oder deren Schaden zu erhöhen. Okay. Kraftschaden, KF der Abklingzeit. Zeit. Zeit ist alles. Zeit ist Geld. Gut, da haben wir ja einiges an Upgrades jetzt nochmal installieren können über Glyph. Wunderbar. Was gibt's bei Liara Neues? Bereit für die nächste Mission? Ja. Sonst nix? Bereit für die nächste Mission? Okay, dann schauen wir einfach mal bei dir in den Computer. Schmugglerunterlagen, Jungis System. Agent Maron hat Unterlagen von Schmugglern über einen Frachter der Athabasca-Klasse an die Behörden im Jungis-System geschickt. Liste folgt. 8000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Dextroaminosäuren, 16.000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Levoaminosäuren, 200.000 Tonnen Platin gestempelte Barren, 12 Allianzjäger, inaktiv und mit unterem Deck eingemottet. Im unteren Deck eingemottet, 12 Abfangjäger der Hierarchie, inaktiv und im unteren Deck eingemottet, 300 Zwangsarbeiter, Sklaven von Kashan, die beim Versuch, den Reapern zu entkommen, wieder eingefangen wurden, vornehmlich Batarianer. Die Behörden werden den Frachter in 2 Stunden aufbringen. Auf Ersuchen des Brokers hat sich die Regierung von Jungis bereit erklärt, den Sklaven Asyl zu gewähren und im Austausch für künftige Gefallen das Bürgerrecht zu geben. So, wer war das? Achso, das war einfach nur ein Agent, okay. Irgendwelche Schmuggler, okay, na dann. E-Mail von Jacob Taylor an Dr. Bryn Cole. Ich vermisse dich, Bryn, aber ich bin froh, dass du wieder dort bist. Die Kämpfe werden hart, wenn wir mit diesem Tiegel aufbrechen. Leute, die wissen, dass ich früher bei Cerberus war, zeigen mir die kalte Schulter. Ich kann es ihnen nicht verdenken, schon gar nicht nach den Ereignissen auf der Citadel. Immerhin konnte ich anderen Soldaten beibringen, wie Cerberus kämpft. Denn trotz neuer Ausrüstung hat sich ihre Taktik nicht geändert. Ich liebe dich, Bryn. Pass auf dich auf. Korrespondenz eines geheimen Allianzprojekts. Dr. Loke. Ich habe an dem Problem gearbeitet,
das sie mir gestern Abend geschickt haben, und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, wie man die Energieschübe des Teagles synchronisieren könnte. Geben Sie den angehängten Neuentwurf der Kondensatoren in Ihre Simulation ein. Die Aktivierungszeit des Masseneffektfeldes sollte damit 3,6 Millisekunden kürzer ausfallen, und was das bedeutet, ist Ihnen ja sicherlich klar. Nach einer Freigabe durch Sie würde ich die Pläne zur Fabrikation schicken. Wir bräuchten bis morgen früh etwa 250.000 Stück zu Testzwecken. Okay, ja, ich brauche mal eine 250.000 Stück von irgendwas zu Testzwecken. Bis morgen früh. Sehr gut, finde ich schön. Liste der letzten Einkäufe von Said Malsani. Brandgranaten von Amex Arsenal, Großeinkauf. Thermomagazine, Großeinkauf. Medigel, Großeinkauf. Treibstoff für M451 Firestorm, also ein Flammenwerfer, Großeinkauf. Ablative Panzerplatten. Feldrationen von Hanekeda. Waffenreparaturkit von Casa Fabrication. Mount Milgram, dreifach destillierter, 45 Jahre alter Scotch Whisky, 2 Flaschen. Und Gewehrteile, eingestellte Avenger-Baureihe. Oh, er mottet sein altes Baby wieder aus. Na sowas. Für den großen Kampf gegen die Reaper darf's nochmal seine alte, unzerstörbare Bitch sein, die er ja eigentlich in den Ruhestand geschickt hatte. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Na klar, Cliff, ich geh bloß grad wieder. Gut, schauen wir mal noch hinten bei Garrus vorbei. Mal sehen, ob es bei ihm irgendwas Neues gibt, nachdem wir jetzt mit ihm auf der Citadel waren. Zu schade, dass Sie nicht schon früher hier waren, Tali. Sie haben Rex knapp verpasst. Ich hab's gehört. Ich kann gar nicht glauben, dass die Genophage wirklich geheilt ist. Shepard hat gerade einen Lauf. Wenn das anhält, haben wir eine Chance, das mit den Geth zu klären. Ich weiß nicht. Die Genophage war nicht bewaffnet und schoss nicht zurück. Nein, aber das mit der Mutter aller Dreschlunde war schon ganz schön heftig. Der was? Lange Geschichte. Würde sowieso niemand glauben. Ihnen, Garrus, würde ich fast alles glauben. Na klar doch. Ach ja? Dann sollten wir mal Poker spielen. Wie auch immer, schön, dass Sie zurück sind. Aber jetzt, ob Sie es glauben oder nicht, muss ich dieses Geschütz noch ein wenig kalibrieren. Die Ausrede bringt er immer. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber wenn man nicht als männlicher Shepard mit Tali anbandelt, beziehungsweise als weiblicher mit Garrus, dann kommen die beiden zusammen. Das ist das einzige Paar, das von sich aus entsteht unter den Squad-Mitgliedern. Wenn man eben nicht mit einem der beiden selbst was anfängt. Da wir mit Tali was angefangen haben, wird das hier leider nicht zustande kommen, so bleibt's also bei einer engen Freundschaft. Shepard, Sie wussten doch, dass die Geth eine Rolle in diesem Krieg spielen. Ripper alleine reichen ja nicht. Trotzdem schön, dass Tali da ist. Das alles hier ist auch Ihr Kampf. Meldungen von Palavan? Ja, und sie gefallen mir gar nicht. Die Kroganer können trotz voller Truppenstärke die Reaper nur bremsen, aber nicht aufhalten. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Neues von Ihrer Familie? Aber Primarch Victus wollte meine Meinung zur Flottenstärke nach Fertigstellung des Teagles hören. Es ist immer noch komisch, wenn mich jemand sowas fragt. Immer schön die Ablenkung suchen, ne? Es hilft ja nichts. Was willst du machen? Was haben Sie gesagt? Wir müssen irgendwann entscheiden, ob wir weiterhin Palavin verteidigen oder in die Offensive gehen wollen. Beides geht nicht? Nicht bei unseren Verlusten. Wie gesagt, es ist komisch für mich, sowas gefragt zu werden. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt. Das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen, genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch. Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Ich muss es nicht sein, weil ich nicht General bin. Ich bin nur derjenige, der überall hingeht und die Sachen in Ordnung bringt, letztendlich. Shepard hat schon einen guten Job, also es ist wirklich so, klar, als Diktator, als Kaltherziger, kannst du deine Befehle durchführen und du gibst einen Fick drauf, was dabei rauskommt, also ob es jemanden dann betrifft. Die haben natürlich nicht solche Probleme, Entscheidungen zu fällen. Die Sache ist aber,
jemand, der drüber nachdenkt und der auch ein Gewissen hat, auf dem das dann zugegebenermaßen lastet, da muss man eben sehr stark sein, um das durchzuhalten, der trifft dann auch die besseren Entscheidungen, ne? Wenn er ein fähiger Mensch ist, sag ich mal. Tja. Letztendlich ist es so. Du musst 10 Milliarden opfern, um 20 zu retten. Das kann hier durchaus passieren. Wir gehen trotzdem mal auf nicht akzeptabel, denn wir sind ja gut. Wenn wir den Krieg auf Zahlen reduzieren, sind wir nicht besser als die Reaper. Naja. Schön gesagt. Ob wir uns daran halten können? Das war jetzt sehr idealistisch formuliert, sag ich mal. Letztendlich ist es so, du musst manchmal irgendwelche opfern. Und das haben die Allianzleute auch schon gemacht. Admiral Hackett hat auch schon einen Teil seiner, hat schon eine Flotte geopfert, damit zwei andere Flotten flüchten konnten. Ist doch genau dasselbe. Du kommst im Krieg, wenn du richtig tief drin steckst, nicht drumherum, auch manchmal Leute opfern zu müssen. Das ist total traurig, aber manchmal geht's nicht anders. Tully ist ein willkommenes Gesicht hier. Oder zumindest ein willkommenes Gesicht unter einem Helm. Wenn die Geth die Reaper immer noch für sowas wie Götter halten, muss dieser Krieg der Himmel für sie sein. Naja, ich glaube nicht, dass sie die für Götter halten. Hat er ja auch gesagt, Legon, es sind keine Götter für sie. Sie sind einfach nur technisch unglaublich überlegen. Wenn sie für Götter halten würden, würden sie ja auch unter allen Umständen mit denen zusammenarbeiten wollen. Was nicht der Fall ist. Okay, ich gehe dann mal. Du musst kalibrieren, ich weiß. Du musst kalibrieren, wie immer. Gut, gehen wir mal bei Dr. Chuckwurst vorbei. Die will ja schließlich noch Danke sagen für die medizinischen Vorräte. Nicht wahr? Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Oh, okay. Interessant. Finde ich gut. Schauen wir doch gleich mal drüben nach. Ich war zwar schon hier nebenan, aber wir können dann noch mal kurz bei Glyph an die Konsole gehen. So, Krankenstation Chirurgie. Diese kleine Operation entfernt sämtliche Narben von ihren kybernetischen Implantaten. Sie können sie auf die kosmetischen Änderungen... Sie können auf die kosmetischen Änderungen verzichten und stattdessen ihre Gesamtgesundheit ein wenig verbessern. Ich gehe lieber auf die Gesundheit, denn ich habe sowieso keine Narben. So. Wir sind viel zu gut, um Narben zu haben. Dann nehme ich lieber die Gesundheit. Okay, dann mal auf nach unten noch in die... Nee, noch nicht in die Shuttlebucht, sondern erstmal aufs Maschinendeck. Schauen wir mal bei Jarvik und den Maschinisten vorbei. Mich wundert es eigentlich, dass Tali dort noch nicht Platz genommen hat. Ich meine, das ist doch ihr Stammgebiet. So, da hakte es kurz, okay. Ich konnte es gar nicht glauben, als Shepard mir gesagt hat, dass sie auf der Normandy sind. Ich scheine diese Wirkung auf alle Menschen zu haben. Und jetzt wohl auch auf Quarianer. Wie auch immer. Quarianer wissen, wie es ist, wenn man seine Heimat verliert. Soweit ich weiß, waren sie daran selber schuld. Richtig. Was meinen Sie damit? In meinem Zyklus brauchten Quarianer keine Helme zum Überleben. Sie waren die Herrscher ihres eigenen Planeten. Das ist sehr lange her. Und wenn sie nicht die Maschinen erschaffen hätten, könnten sie immer noch die Luft atmen, die von der Evolution für sie vorgesehen war. Ich verstehe. Liara hat mich schon gewarnt, dass sie nicht so sind, wie man erwarten würde. Und nichts in diesem Zyklus ist so, wie ich es erwartet hätte. Sogar primitive Quarianer galten in meinem Zeitalter als attraktiv. Oh. Wirklich schade, dass das jetzt niemand mehr zu sehen bekommt. Außer vielleicht der Commander. Was? Woher wissen Sie? Du kleiner Schlingel, du hast so ein bisschen zu tief in meine Psyche reingesehen. Der versaute Sack. Na gut, aber ist ja interessant, dass die Quarianer als attraktiv gelten. Nee, aber letztendlich hat er recht, ne? Aber der Knackpunkt war nicht, als die Maschinen geschaffen wurden, sondern als sie angefangen haben, die Maschinen ausschalten und zerstören zu wollen. Das war das Problem. Sie heißen Geth. Ja, ein beachtlicher Gegner. Warum haben Sie einen davon aufs Schiff gelassen? Legion hat uns schon früher geholfen. Es ist trotzdem eine Maschine.
Sie hatten wohl selbst schon Probleme mit KIs. Die Jatil. Sie waren so etwas wie die Geth in diesem Zyklus. Was ist passiert? Ihre Schöpfer lebten auf einer sterbenden Welt, die sie nicht mehr retten konnten. Also haben sie mit Implantaten ihre Intelligenz erhöht. Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Die KI übernahm den Körper und änderte das genetische Material auf tiefster Ebene. Der Nachwuchs wurde zu einer Sklavenrasse gemacht, fast ohne organische Anteile. Es waren Monster. Alle Maschinen sind Verräter. Und die, die sie an Bord gebracht haben, auch. Mag sein, aber er ist nicht wie andere, Geth. Das wissen sie nicht. Sie sind fremdartiger als wir beide füreinander. Legion mag anders sein, aber man kann ihm doch trotzdem vertrauen. Irrtum. Werfen Sie es aus der Luftschleuse. Wie können Sie so sicher sein? Organische Wesen wissen nichts über ihre Entstehung. War es Zufall? Ein Wunder? Es ist ein Geheimnis. Aber synthetische Wesen wissen, dass wir sie erschaffen haben? Und dass wir fehlerhaft sind. Warum sagen Sie das? Sie sind unsterblich, wir nicht. Sie sehen Zeit als Illusion, deren Grenzen uns einschränken. Und Maschinen kennen den Grund für ihre Erschaffung. Edi sieht das vermutlich anders, aber ich weiß, was Sie meinen. Sie erfüllen einen Zweck, während wir unseren ziellos suchen. In ihren Augen gibt es keinen Grund für die Existenz organischer Wesen. Trauen Sie ihnen nicht, Commander. Es muss irgendeinen Weg für eine Koexistenz geben. Wir haben sie gemacht. Und ihnen die Macht gegeben, sie zu überflügeln. In der Galaxie ist nur Platz für eine Form von Bewusstsein. Die Perfektion der Maschinen oder das Chaos organischer Wesen. Werfen Sie die Maschine aus der Luftschleuse, Commander. Das alte Bild bei Jarvik, entweder der eine oder der andere. Und es können nie beide nebeneinander koexistieren. Das ist ein Problem, du kannst nicht mit Koexistenz leben. Die Maschinen, also in dem Fall die Geth, ich weiß ja nicht, wie diese, ich habe den Namen vergessen, von die aus deinem Zyklus eben, die synthetischen. Die Geth können das sehr wohl, wenn man sie lässt. Aber sie wurden eben nicht gelassen. Und da liegt das Problem. Und Legion ist das beste Beispiel, dass eine Koexistenz sehr gut funktioniert. Und wodurch ist denn der Konflikt entstanden? Dadurch, dass die Quarianer angegriffen haben. Sowohl damals, als die Quarianer vertrieben wurden, als auch jetzt in dem Krieg. Also ich muss sagen, ich kann den Geth da nichts vorwerfen. Letztendlich. Ich habe eine einfache Regel. Wenn eine Maschine sprechen kann, sollte man sie töten. Dann musst du das Schiff zerstören. Edi kann sprechen. Die Maschine, die sie Edi nennen. Was ist, wenn sie mit den Geth sympathisiert? Wir sollten sie unter strenger Beobachtung halten. Warum haben sie die Maschine Legion nicht aus der Luftschleuse geworfen, Commander? Es ist noch nicht zu spät. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Ja, ich glaube auch. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Du musst noch so einiges lernen über diesen Zyklus, der ganz anders ist als deiner. Das ist nun mal so. So, schauen wir noch mal hier unten nach. Ich glaube, mit dieser Beherrschereinstellung, die Proteaner an den Tag gelegt haben, da kann ich mir vorstellen, dass es auch mal zu Konflikten auch mit Maschinen führen kann, durchaus. Wenn die ihre eigenen Intelligenzen besitzen dann. Und zu dem Schluss kommen, dass sie anderweitig vielleicht besser kommen würden, wenn sie anders agieren. Aber naja, wir sind eben anders. Brauchen Sie etwas, Commander? Nö, ich dachte, es gibt was zu reden mit dir vielleicht. Weitermachen, Adams. Jawohl, Sir. Und bei euch so? Irgendwas? Die FBA-Kupplungen, die Sie beschafft haben, halten immer noch. Schön. Alle Antriebssysteme laufen optimal. Ist ja lahm. Hier ist ja echt nichts los mit euch, Mensch, in diesem Teil. Ist ja echt langweilig. Na gut, lassen wir die mal machen und gehen mal rüber zu Diana. Vielleicht gibt es ja mal wieder ein Interview zu führen. Immerhin haben wir ja jetzt schon ein bisschen der Hauptstory weitergemacht. Ich bin hundemüde. Ich brauche einen Klappstuhl oder sowas. Was? Wissen Sie, früher hatten Kameras keine automatischen Filter und die Reporter mussten vorher geschminkt werden. Müssen wir reden, Commander?
Nee, ist schon okay. Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Kannst ruhig draufbleiben. Ich dachte bloß, vielleicht gibt es mal wieder ein Interview, aber nein. Dann eben nicht.